hatte ich mir vorstellen können, dass heute man doch lieber daheim bleibt, weil noch mehr Stürmer angesagt sind. Also mein Respekt und mein Hochachtung, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Danke für die Einladung. Da muss ich sagen, wir beide haben uns kennengelernt auf einem Kongress in Petersburg, und zwar vom 2. November bis 7. November unter dem Thema 100 Jahre russische Revolution. Und da waren wir dann gleich auch am 2. November hier in der Ermitage. Ein prachtvolles Gebäude, und wir hatten da auch, wie Sie sehen, wundervolles Wetter. Also, das war dann im Gebäude selber, und diese Ermitage hat, glaube ich, 1680 Räume, so ist es, oder 1068, ich weiß nicht, jetzt sind wir genau so in dieser Preislage. Und als wir da rein sind, ich hatte ja noch viel mehr Bilder gemacht, ein rotes Fahnen, als ob man mitten in die Revolution marschieren würde. Und das ging zum Treppenhaus hoch, und da dachte ich, ah, das ist ja wohl das wichtigste Motiv, was wir hier sehen, was das Revolution versinnbildlicht. Also diese Revolution vom 7. November 1917 hat diese Ermitage komplett durchzogen. Und da war mir klar, welche Bedeutung diese Revolution hat. Und die Überraschung war für mich, dass unsere Reiseführerin, auch so eine junge Dame, so Anfang 60, die gesagt, also vergessen Sie die Mythos und vergessen Sie die Legende von der Erstürmung des Winterpalais. Diese Erstürmung hat es nie gegeben. Das ist Legende. Das Einzige, was passiert ist, dass ein schwaches Bataillon von 400 Soldaten, für die wurden die Seitenflügel eines Nebengebäudes geöffnet, und so sind die in das Winterpalais gekommen. Aber um welche Soldaten und welcher Landsmannschaft, das war nicht bekannt. Angeblich haben sie Deutsch gesprochen, aber das war natürlich auch, gehörte zu diesem Narrativ. Die Deutschen waren die Feinde, und wenn da irgendwas Spione waren, natürlich auch die Deutschen. Also das sagt nicht so sehr viel. Aber wichtig ist, glaube ich, zu wissen, dass so Revolutionen, wie wir sie kennen, das gilt auch für den Sturm auf die Bastille, nicht? Der französische Nationalfeiertag, das ist der Erinnerungstag an diesen heroischen Sturm auf diese Bastille. In diesem Sturm hat es in dieser heroischen Darstellung auch nie gegeben. So, also das nur zu unserem Geschichtsverständnis. Auch da müssen wir bald anfangen, ein bisschen umzudenken und zu hinterfragen. Und das soll ja auch meine Aufgabe sein. Was mich umtreibt, und das war eigentlich schon in jungen Jahren als junger Offizier, wollte ich die Zusammenhänge erkennen, und ich habe auch nicht immer all das geglaubt, was man mir gesagt hat. Nicht hier die ehrenwerte NATO und auf der anderen Seite der verteufelungswürdige Warschauer Pakt. Aber ich habe es geglaubt zunächst einmal, und das hat ganz langsam gedauert, bis ich da immer Fragen gestellt habe und irgendwann merkte, hier stimmt irgendwas. Aber das würde jetzt wirklich den Abend füllen, ich will eine Geschichte machen. Und ich versuche jetzt für mich, und wie gesagt, ich habe ja zweifach Mathematik studiert, und Mathematik ist ja ein riesengroßer Komplex. Und wenn man da ein Problem mit mathematischen Mitteln lösen will, dann muss ich die Struktur dahinter erkennen. Und erst wenn ich die Struktur dieses Problems erkenne, kann ich nach den mathematischen Werkzeugen greifen. Und ich denke, in der Geschichte ist das nicht anders. Ich muss schauen, wo sind die Verknüpfungspunkte. Und der Professor Mausfeld, nicht Schweigen der Lämmer, kann ich ja nur empfehlen, der sagt, dass wir den Zusammenhang der Geschichte, die Geschichte als Bild, als Gestalt nicht erkennen können, liegt daran, weil diese Gestalt uns verborgen wird. Und zwar durch zwei einfache Mittel. Einmal mit dem Mittel der Fragmentierung, also diese Gestalt in viele kleine Musiksteinchen zu hauen. Und das andere ist die Dekontextualisierung, das Ganze aus einem Kontext zu reißen. Nur als Einzelner beleuchten. Und dann kriegt man das nicht mit, was da eigentlich abgelaufen ist. Und da sehe ich eigentlich meine Aufgabe, da ein bisschen... Da ist das Schicksalsjahr 1917, gibt uns da schon mal einen recht guten Einstieg. Da haben wir am 8. März die Februarrevolution in Petersburg. Und diese Februarrevolution, kommen wir mal drauf, hatte nur eine großbürgerliche Regierung an die Macht gebracht, die den Krieg natürlich unvermindert weitersetzt. Und zwar im Sinne der Triple Allianz. Am 15. März dankt der Zar ab.
Dann am 27. März bricht Trotzki von New York mit der Christianerfort nach Petersburg auf. Und am 6. April kommt die Kriegserklärung der USA in Deutschland. Und am 9. April bricht Linien von Zürich nach Petersburg auf. Ziel war es, dass beide gleichzeitig in Petersburg ankommen. Hat nicht stattgefunden, weil das Schiff die Christianerfort in Halifax bunkerte und die Kanadier gesagt haben, das sind doch Rebellen, die können wir nicht noch besonders, und haben das Schiff an die Kette gelegt. Erst durch Intervention von höchster Stelle, man weiß nicht genau, wie hoch und wer, wurde das Schiff wieder freigelassen, und der durfte auch das ganze Geld, was er bei sich führte, durfte er mit sich führen dann. Am 2. November die Balfour-Deklaration, also wo der Lord Balfour an Lord Rothschild ein Schreiben, in einem Schreiben festgehalten hat, dass also die Heimstätte Palästina übertragen werden soll. Und am 7. November haben wir die Revolution der Bolschewiki. Also da steht alles direkt in einem Zusammenhang, und da fragt man sich, wer hat dafür das Drehbuch geschrieben? So, und Ende 1916, als der Krieg dann begann, ja im August 1914, man hatte gemeint, man ist Weihnachten wieder daheim, was ja nicht der Fall war. 1915 ein schweres Jahr mit ganz schweren Verlusten auf allen Seiten. Und dann Ende 1916 war es so, dass also, und zwar am 6. Dezember 1916, dass die britische Regierung unter Asquith, dass die aufgeben musste, und eine neue Regierung, also nicht gewählt, sondern quasi per Staatsstreich, ein Coup d'État, den Lord George zum Premier machte. Und in diesem Kriegskabinett, das da gebildet wurde, ein Mann saß, der die gesamten Fäden in der Hand hatte, und das war der Lord Milner. Kommen wir noch drauf. Und dieser Lord Milner, wie gesagt, selber nicht zum Premier, sondern nur als Minister ohne Portefeuille, die Gestalt der gesamten Entwicklung, meiner Ansicht nach. So, und Lord Milner, selber gerade ehemaliger Sekretär Francis Rhodes, der auch eine ganz wichtige Rolle spielt, auf die kommen wir dann noch. So, und dieser Staatsstreich war deshalb notwendig, weil der Lord Asquith, der war nicht nur der Premier Asquith, und sein Kabinett, der Außenminister Grey und der Kriegsminister Haldane, die waren wankelmütig geworden. Die wollten zwar, das waren auch alles Apologeten von Milner, aber vor dem Ersten Weltkrieg oder bis in den Ersten Weltkrieg, aber dass der Krieg so lange dauern würde, so viel Blut kosten würde. Und im August ist der Sohn vom Premier, von Lord Asquith, gefallen. Und von da an setzte ein Umdenken ein bei diesen Leuten, die sagten, das reicht. Und jetzt wussten die Leute um Milner, am 12. kommt das deutsche Friedensangebot. Und dann kommt aber auch von Wilson ein weiteres Angebot an die kriegsführenden Mächte, Frieden ohne Sieg. Also bevor das passiert, muss eine neue Regierung dann diesen Krieg bis zum totalen Ende weiterführen. Und das hatte der Lloyd George schon im August öffentlich gemacht, dass er sagt, der Krieg muss geführt werden bis zum K.O. der Mittelmächte. So, und damit hat er sich dann Stellung gebracht. So, und jetzt wurde, danach ging es dann heftig zur Sache, dann wurde in Moskau Rasputin ermordet. Und wie gesagt, und dann im Jahr 1917 haben wir dann ja diese Entwicklung mit der Februarrevolution hin. Also da wurden alle Friedenskräfte in Petersburg beseitigt. Ganz einfach. So, das ist dieses Kriegskabinett 1916. Da haben wir jetzt hier den Lord George. Ein Lord Curzon, Arthur Henderson war ein der Labour-Partei, der war eigentlich nur ein Aushängeschild zur Bewegung. Und dann haben wir Bonner Law, auch ein Hardliner, und natürlich hier der absolute Spitzenzieher, Lord Milner. So,
und auch der Geist oder Ungeist für manche im Zarenhof, also im Winterpalais, Rasputin, hat ja von Anfang an gegen diesen Krieg gewettert. Und in dem Zusammenhang muss ich noch darauf hinweisen, dass am 28. Juni 1914 wurde ja der österreichische Thronfolger ermordet mit seiner Gattin Sophie. Einen Tag später, keine 24 Stunden später, er war in Sibirien bei seinen Eltern auf dem Hof, ist er ebenfalls einem Attentat zum Opfer gefallen. Hat das also, hätte ein normaler Mensch das so nicht überlebt, also ihm wurde der ganze Bauch aufgerissen, die Gedärme sind da raus und ich weiß nicht wie viele Stunden, ich glaube 8 Stunden ist er auf so einem Karren in die nächste, ins nächste Krankenhaus gefahren worden und war da also bei Kriegsbeginn nicht in Petersburg. Er hat aus dem Krankenhaus den Zaren bombardiert, nicht den Krieg zu machen, aber sagt, die ganze, wenn sie den Krieg machen, mit Russland im Blut waren und letztendlich wird es der tote gesamte Zaren sein. Er ist erst am 31. August wieder in Petersburg gewesen, da lief der Krieg bereits. Da war nichts mehr zu ändern. Aber er hat immer dafür gesorgt, dass das Friedensverhandlungen kommen und das hat, also ab Herbst 1916 hat er Kontakt aufgenommen. Und jetzt musste der weg und dann anschließend natürlich auch der Zar. In den Büchern, die wir haben, steht da drin, dass also der Fürst Jusupow, ein Verwandter vom Zar, ihn ermordet hat. Aber das ist eindeutig falsch. Es war der britische Leutnant und Mitarbeiter vom Militärattaché in Petersburg, Oswald Rayner, später MI6 und damals war es MI1C, als Vorläufer. So, und er war der Freund von dem Fürsten Jusupow und beide haben zusammen in Oxford studiert. Und der Jusupow hat dann ein Buch geschrieben, dass er den Rasputin ermordet hat. Und dieses Buch wurde vom Russischen ins Englische übersetzt von Oswald Rayner, also dem Geheimdienstmann, inzwischen Major. Also, das zu dieser Geschichte und inzwischen ist es wirklich historisch absolut erwiesen, dass Rasputin von ihm ermordet wurde. Und hinter dieser ganzen Aktion der britische Botschafter Sir Buchanan steckte. So, und jetzt haben wir hier die Rhodes-Milner-Gruppe, beide hierher noch in den jüngeren Jahren. Er ist 17-jährig nach Südafrika, weil sein Bruder da eine Farm hatte, ist dann aber auch schnell in das Diamantengeschäft hineingeschrieben. Und Alfred Milner ist Sohn einer Engländerin, Tochter eines englischen Generals, Vater Arzt. Beide waren ausgewandert nach Deutschland, nach Gießen. Und er ist dann über Studium wieder Tübingen und so weiter zurück nach England. Und beide haben sich 1877 in Oxford getroffen. Rhodes, er war da, er war 1877 in die Apollo-Loge der Freimaurer aufgenommen. Und das hat ihn veranlasst, 1877, also geboren 1854, sehr jung noch, zu seinem Glaubensbekenntnis, und ich zitiere jetzt daraus: Ich behaupte, dass wir die erste Rasse in der Welt sind und es für die Menschheit umso besser ist, je größere Teile der Welt wir bewohnen. Ich behaupte, dass jedes Stück Land, dass unserem Gebiet hinzugefügt wird, die Geburt von mehr Angehörigen der englischen Rasse bedeutet, die sonst nicht ins Dasein gerufen worden wären. Darüber hinaus bedeutet es einfach das Ende aller Kriege, wenn der größte Teil der Welt in unserer Herrschaft aufgeht. So, das ist natürlich ein großer Trugschluss, weil das ist ja, wie wir inzwischen wissen, je größer die Einheit der Welt, umso größer auch die Kriege. So, und er ist ein Jahr später geboren, also fast gleichaltrig. Und das war jetzt sein Glaubensbekenntnis. Das können Sie vielleicht mal googeln. Hochinteressant, das in der gesamten Fülle einmal zu lesen. Und dann haben wir einen Mentor dieser beiden. Das ist der Professor und Sozialphilosoph John Ruskin. Und dem geht es tatsächlich auch so ähnlich wie Cicero formuliert hat, das sind eigentlich seine Ideen, die Cicero da übernommen hat. Er schreibt, also er prophezeite Ruskin,
sagen Sie denn, dass die großartige Tradition und Lebensweise der Anglo-Saxon Upper Class als Herrenrasse unweigerlich zum Untergang bestimmt sei, falls es nicht gelänge, ihre Werte in erzieherischer und eugenischer Form auf die unteren Klassen Britanniens und des Empires auszudehnen und so weiter und so weiter. Und dann kommt sein Aufruf, aber es muss sein, es liegt an uns, jetzt, Doppelpunkt, herrsche oder sterbe. Also, und an den Lippen dieses Mannes gingen die damaligen Studenten. In Oxford, natürlich. So, und fast zur gleichen Zeit, 1888, erkannte Bismarck, das war also noch vor Wilhelm II., sondern das war zu dem Zeitpunkt, da war der Friedrich III. Kaiser, das Interesse Englands ist, dass das deutsche Reich mit Russland schlecht steht, unser Interesse, dass wir mit ihm so gut stehen, als es der Sachlage nach möglich ist. Und das finde ich schon mal sehr visionär und trifft auf heute genauso zu. Cicero Rhodes, inzwischen zu einem Tycoon da in Südafrika geworden, gründet am 5. Februar 1891 die Rhodes Secret Society. Mit von der Partie ist ein William T. Steed, das ist ein Sensationsjournalist, und die graue Eminenz Lord Escher, der war der Freund des Kronprinzen Edward und dann später auch natürlich der Berater des späteren Königs Edward VII. Und der gehört damit in diesen Zirkel um Cicero Rhodes. Und das Bild kennen Sie ja, Cicero Rhodes wollte Gesamtafrika dem Empire eingliedern. Und zwar von Alexandria bis nach Kapstadt. Und das war natürlich nicht ohne Krieg möglich. Vielleicht ein ganz kurzer Ausflug, wo hier der Fuß steht, da ist ungefähr 1650, haben die holländischen Niederlassungen ihre Kolonien gegründet, um von da aus dann auch mit ihrer Seefahrt nach Indien zu gehen und Geschäfte zu machen. Also Holland war damals die absolute Weltmacht. Und die Briten haben rechtzeitig erkannt, dass hier diese Holländer, später Buren, die sich hier angesiedelt haben, dass die da vertrieben werden müssen, weil diese strategische Position, geostrategische Position des Kaps, so von solcher Bedeutung ist, dass man es wirklich geschafft hat, zunächst einmal die Buren dann so weit zu bringen und so weit in die Zange zu nehmen, dass sie freiwillig das Kapland verlassen haben. Sie sind dann in großen Krieg hier in dieses Gebiet gezogen, in diese Staaten. Aber das hat natürlich nicht ausgereicht. Weil es ging um die gesamtstrategischen Zusammenhänge. Und da taucht natürlich auch, weil in Südafrika auch das Deutsche Reich gesiedelt hat. Und es galt absolut zu verhindern, dass im Norden des Kaplandes, das jetzt britisch war, dass eine Verbindung vom Atlantik zum Indischen Ozean entstehen könnte, der nicht britisch ist. Das heißt also, die neuen Kolonien, die sich da unter den Polen und den Holländern gefunden haben, auch den Deutschen, mussten irgendwie beseitigt werden. So, und das zeigte sich dann auch in der englischen Zeitung ab, der Saturday Review von 1895 und hier vom 24. August. Der Hauptrivale in Handel und Wirtschaft ist nicht Frankreich, sondern Deutschland. Im Falle eines Krieges mit Deutschland würden wir viel gewinnen und wenig verlieren. Und ein paar Wochen später oder Monate später. Zweitens, wir müssen zum Kampf mit Deutschland bereit sein. Im Sinne Catos, Germania est elenda. Also, das war natürlich nur eine kleine Gruppe, bitte. Das sind nicht die Briten, das sind nicht die britischen Diplomaten und das ist schon lange nicht die britische Nation. Das sind einige, sondern Wehrköpfe will ich jetzt nicht sagen, das wird der Sache nicht gerecht werden. Das ist ein Teil einer ganz kleinen Elite, die hier dieses große Empire schaffen. Mehr nicht. So, und hier sehen Sie den maßgeblichen Mann verantwortlichen Kolonialminister Joe Chamberlain, Vater von
Neville Chamberlain, der macht mit dem Piece of Paper. So, und hier sehen Sie einen Bayern. Das ist der, schade, habe ich kein jugendliches Foto von ihm. Das ist der Karl Haushofer. Der ist zu Beginn des Zweiten Weltkrieges im November nach London, also war junger bayerischer Hauptmann im Generalstab, und hatte einen Termin bekommen mit dem Kolonialminister, der gerade einiges um die Ohren hatte, nämlich den Krieg gegen die Buren. Ja. Und er wird empfangen, der Haushofer. Und der Kolonialminister nimmt sich die Zeit bei einem Kamingespräch, diesem jungen bayerischen Offizier, den Zusammenhang in der Geopolitik, den Zusammenhang von Erdkunde, Wehrpraxis und Wehrwissenschaft klarzulegen. Gibt ihm so eine Privatvorlesung. 1899, zu Beginn des Burenkrieges. Und Haushofer schreibt, herb und kalt trug Chamberlain seine Erkenntnis vor, und jetzt zitiere ich, dass die Zeit der Splendid Isolation, also der glänzenden Einsamkeit des Inselreichs, für immer zu Ende sei. Es würde sich lieber als mit jeder anderen Mächtegruppe, mit den Wächtern des Fortschritts verbinden, als dir eine Gruppe aus Deutschland, Japan, den Vereinigten Staaten und England ansah, die der Welt Gesetze vorschreiben könnte. Der als politisch-geografisch begonnene Vortrag über Südafrika endete mit folgender Botschaft. Zitiere wieder. Aber sagen Sie drüben, wenn wir das nicht erreichen können, dann werden wir uns, sei es auch mit ungeheuren Kosten, mit dem Zweihund, mit Frankreich und Russland verständigen müssen. Und dann wird sich das Blatt gegen euch wenden und diesem Druck werdet ihr nicht gewachsen sein. So, für diesen schrecklichen Grundkrieg von 1899 bis 1902 war also neben Cicero seine rechte Hand und sein Prokurist, der spätere Lord Milner, ja, die Hauptverantwortung. Sie haben diesen Krieg gezielt gegen Uwe Krüger, also gegen die Buren, provoziert. Also es ging da nicht unbedingt darum, das steht in den meisten Geschichtsbüchern, dass die gemeldeten Goldvorkommen in den Burengebieten da in Transvaal oder Oranje-Freistaat, dass das zum Krieg geführt hat, ja, das war einer der wichtigen Gründe, natürlich, gar keine Frage. Aber der geostrategische Grund stand natürlich diesen Strategen im absoluten Vordergrund. Und das war verhindern, dass die Buren und die Deutschen sich da oben vorlegen und sie nicht nach im Norden Afrikas, also die Verbindung, die von Cicero angestrebte Verbindung von Kairo bis zum Kap, dass sie die unterbinden können. Und das musste beseitigt werden. Also ich denke, das ist der Hauptgrund. Und die Goldvorkommen, fühle ich, das war dann der entsprechende Nebenbeikabel. So, und der Krieg, der so unerbittlich geführt wurde, wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen. Die Briten haben 450.000 Mann dann letztendlich da im Einsatz gehabt, während die Buren, ich glaube, 40.000, 45.000 Mann unter Waffen bringen konnten. Und das ist ein Schock für die Briten gewesen, dass die Buren den so hartnäckig zugesetzt haben. Und der Burenkrieg, ich war auf Einladung von dem britischen Historiker MacGregor, war ich in Schottland und der hat mir die ganzen Denkmäler gezeigt. Die Denkmäler in Schottland, das sind nicht die Denkmäler vom Ersten und Zweiten Weltkrieg. Nein, es wird erinnert an diesen fürchterlichen Burenkrieg. Also das sitzt da tief, ganz tief. Nur mal zur Anmerkung. Und so stirbt die Queen Victoria, das war also die Oma von Kaiser Wilhelm II, die Mutter von Edward VII. Und die starb aber schon 1901. Man wartete jetzt mit der Krönung bis nach dem Sieg über die Buren. Und das war dann am 9. August 1902. Und hier sehen Sie, hatte auch eine Vorliebe, sich entsprechend in Position zu bringen. Wie sein Neffe auch, das lag schon in der Familie. Und am 1. Mai 1903 musste ich sagen, dass sich der Onkel und der Neffe, dass die sich gehasst haben. Also, weil
die Queen, Victoria, hat gesagt, ihr Sohn, der Thronfolger, ist ein Taugenichts. Der darf eigentlich gar nicht König werden. Vorbild ist aber mein Enkel, Wilhelm II. So, der war jung und der Onkel natürlich entsprechend alt. Dass das, und die Oma wollte auch in den Armen ihres Enkels werden. Also, das war einfach zu viel. Also, ich denke, da spielt auch viel Psychologie mit meiner Ansicht nach. Und der Onkel hatte natürlich auch eine Vorliebe für naja, ne? Also, es wurden, glaube ich, 55 Gebiete alimentiert. Da muss man schon sagen, alle achten. Ne? So, und er hat dann im 1. Mai 1903 einen Staatsbesuch in Paris gemacht. Wir wissen, bis dahin war Frankreich der absolute Gegner. Der absolute Feind. Und das hat er selber gemacht. Er war auf einer Reise von Portugal nach Rom und hat dann gesagt, fahren wir über Paris zurück. Und wurde zunächst ausgebuht und dann hat er es verstanden, die Pariser um den Finger zu wickeln. Er hat sich entschuldigt für das Vorgehen der Briten. Sich entschuldigt. Das hat nicht wieder vorkommen und so weiter. Wir wollen zusammen und so weiter. Und dann ist er. Und die Briten hatten, die Franzosen auch diesen fürchterlichen Polenkrieg noch voll vor den Augen. Er hat sich entschuldigt, für alles entschuldigt und dann kam, wie gesagt, dann daraus die Entente Cordiale am 8. April 1904. Und jetzt ging es für die Absprachen im Wettlauf um Afrika, um nichts anderes. Diese unvorstellbaren Verluste der britischen Armee im Burenkrieg hat dazu geführt, dass unter dem Premier Belfort, das ist Belfort, unter dem Belfort, zwei Jahre nach dem Ende des Burenkrieges, ein Committee of Imperial Defense gegründet wurde, und zwar von 4 bis 39 ging das. Mit der einzigen Maßgabe, dass künftige Kriege besser vorbereitet werden müssen und dass damit sie nicht so desaströs ausufern wie der Burenkrieg. Dafür und nichts anderes. Und diesem Komitee streng geteilt auch verschiedene Untersubkomitees für Heer, Marine und Commonwealth. Es wurde alles eingezogen. Also eine unglaubliche Planung setzte ein und zwar auch losgelöst vom Kabinett. Das Kabinett war nicht involviert. So, dann haben wir Neuwahlen. Die britische Bevölkerung hatte von den Kriegstreibern wirklich die Nase voll. Sie haben gesagt, wir wählen die Konservativen ab, wir wählen jetzt die Liberalen, weil wir keine Kriege mehr wollen. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, das, was ich gefunden habe, es zog sich durchs Parlament und auch durch das Kabinett von Campbell Bannerman. Pazifistisch, ja gut, das war ein bisschen übertrieben, aber absolut liberal und wirklich kriegsfeindlich, möchte ich schon so sagen. Und jetzt haben wir aber drei von seinen 20 Ministern, drei, die das Gegenteil wollen. Das ist der Außenminister Grey, Edward Grey, Edward deshalb, weil er das Taufpatenkind ist von Edward dem VII., damals noch Kronprinz. Ne? Dann weiß man auch, wo er eingebunden ist. Ne, das ist Grey. Entschuldigung, das ist Grey, das ist der Kriegsminister Haldane, das ist Eskes, der spätere Premier, und hier sehen wir den Lloyd George, der war auch schon so weit eingebunden. So, nun haben wir bei dem Kampf und Wettlauf um Afrika die Marokko-Krise 1905, 1906. Sie erinnern sich, dass der Kaiser Wilhelm in Tanger landete. Marokko, also der gesamte nördliche Raum, wollte aufgeteilt werden zwischen Frankreich und zwischen Großbritannien. Großbritannien wollte als Seemacht natürlich den Suezkanal, während Frankreich ja mehr das, was in der Nähe Frankreichs lag. Algerien war erobert, seit 1830, 37 wurden, ich glaube, 17 Jahre blutigster Krieg gegen Algerien geführt und nun lockte Marokko. Aber die Großmächte, alle Großmächte, einschließlich den USA, haben 1878 in der Konvention von Madrid Marokko absolute Souveränität garantiert. Und jetzt ging es darum, dass die Franzosen mit den Briten in Absprache, die ja, das als Protektorat haben wollten, die Briten haben dafür den Suezkanal kriegen dürfen und Ägypten,
Und der Kaiser ist dann hingefahren, pochend auf das bestehende Recht und hat gesagt, er hoffe, dass unter der Herrschaft des Sultans ein freies, souveränes Marokko der friedlichen Konkurrenz aller Mächte geöffnet wird. Interesse Deutschlands war natürlich dran, Handel zu treiben noch. So, und natürlich eine Basis zu haben, damit die Kriegsschiffe dann irgendwo mal Kohle bunkern können. Da war eine, damals war es so, das ist der Admiral McMahon, der gesagt hat, die Schlacht. Flotte, die Seemacht, ergibt sich aus dem Produkt von der Schlachtflotte und den Basen, die sie weltweit haben. Und ist ein Faktor Null, ist alles Null. Und bei Deutschland liegt natürlich die Basis weltweit gegen Null. Also war die Einsatzbereitschaft, die Möglichkeiten der deutschen Flotte sowieso einfach ja, nicht mal ein Papiertiger. Und das war der britischen Marineführung aber durchaus bewusst. So, und jetzt über das CID geht dann ab 1907 der britische General Foch und der britische General Wilson, später First Baronet Henry Wood, in ihre Planung eines britischen Expeditionskorps nach Belgien. Ab 1907. Und die haben das jedes Jahr fortgesetzt, sie haben gemeinsam Urlaub gemacht im kommenden Kriegsgebiet, das haben die mit dem Fahrrad abgefahren, ab 1907. So, und ab 1908 haben wir einen gewissen Boris Hecki, der war dann der Abteilungsleiter der Marine und hat ab 1908 die Blockade gegen Deutschland gemacht. Dazu hat er auch Deutsch gelernt, damit er die wissenschaftlichen Abhandlungen über unseren Handel besser verstehen konnte und auch bessere Maßnahmen für die Blockade einfallen würde. Also, und 1912 wird er der Leiter des gesamten CID bis 1939. Und da gibt es Wissenschaftler, deutsche Wissenschaftler, die sagen, der Mann ist völlig unbedeutend, den braucht man nicht zitieren. Er war später im Kabinett von Churchill, aber ich bitte Sie. So, also ganz wichtig, die Planung der Blockade gegen Deutschland mit dem Ziel, die deutsche Industrie nachhaltig zu schädigen. Nachhaltig. Das war die Aussage. So, obwohl England sich jetzt ja Frankreich angenähert hat, ermuntert es zugleich und die Franzosen ja mit den Russen eine Allianz hatten, seit 1894, ermuntert England, Japan, Russland in Asien anzugreifen, um die russische Flotte in Asien zu vernichten und die Russen aus der Mandschurei zu vertreiben, was ja auch alles bestens gelungen ist. Der weitere Vorteil für die Briten war, dass nachdem die Russen hier aus diesem Gebiet vertrieben worden sind, dass Indien von Russland zunächst einmal nicht mehr angegriffen werden konnte. Also dass man die indische Gans immer noch weiter schön ausbeuten konnte. Und 1907, ja, diese liberale Regierung unter Campbell Bannerman, beruft ein Komitee aus Vertretern arrivierter europäischer Kolonialmächte, die sich zusammensetzen, also aus Großbritannien, Frankreich, Belgien, Holland, Portugal, Spanien und Italien. Deutschland und Russland waren nicht eingeladen. Und da kann ich nur sagen, Gottlob, aus heutiger Sicht. Da die Mitglieder des Komitees ausgewiesene Fachleute auf dem Gebiet Geschichte, Geografie und Wirtschaft. Sie sollten nach Wegen suchen, die Kontinuität der Kolonialpolitik der europäischen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Und der Bericht dieses Komitees gipfelt in der Erkenntnis, 1907, dass die arabischen Länder und die muslimisch-arabische Bevölkerung eine massive Bedrohung für die europäischen Staaten darstellten und kommt zu dem Schluss, ich zitiere daraus, dass ein Fremdkörper in das Herz dieser Nation, diese arabisch-islamische, gepflanzt werden muss, um die Vereinigung ihrer Flügel zu verhindern, und zwar auf eine solche Weise, dass ihre Kräfte sich in niemals endenden Kriegen erschöpfen werden. Und jetzt schauen Sie einmal runter. Vollkommen unbedingt. 1:1. Zur Erinnerung, 1847 hatte Frankreich nach 17 blutigen Kriegsjahren die Eroberung Algeriens abgeschlossen. 1883 Tunesien besetzt.
1882 hat die Großbritannien die Kontrolle über Ägypten übernommen, ohne dessen formelle Zuordnung zum Osmanischen Reich zu beenden. Also wenn das keine imperiale Politik ist. So, jetzt sind wir noch im Jahr 1907. Ich will bloß, dass Sie verstehen, was da 1907 wieder gedacht worden ist. Da haben wir wieder hier den Herrn Balfour, kommt aus der großen Familie der Cecils, also seit 1800, ja, Wilhelm dem Eroberer ist diese Familie da voll im Geschäft. Und hier haben wir den amerikanischen Diplomaten White, einer der honorigsten amerikanischen Diplomaten, ich meine. So, Balfour zu diesem amerikanischen Diplomaten. Wir sind wahrscheinlich Narren, dass wir keinen Grund finden, um Deutschland einen Krieg zu erklären, bevor es zu viele Schiffe baut, um uns unseren Handel wegnimmt. Es ging also nicht um die Kriegsschiffe, es ging um die Handelsschiffe. Und Deutschland hatte damals die größte Handelsflotte von 4000 Schiffen. Bei Gründung des Deutschen Reiches waren 27 Seefahrer. Also das war die Bedrohung, die Handelsflotte. Und White, Sie sind im Privatleben ein Mann von edler Gesinnung. Wie können Sie etwas so politisch Unmoralisches in Erwägung ziehen, wie einen Krieg gegen eine harmlose Nation zu provozieren, die ein ebenso gutes Recht auf eine Marine hat, wie Sie es haben? Wenn Sie in Wettbewerb mit dem deutschen Handel treten wollen, dann arbeiten Sie härter. So, Balfour, das würde bedeuten, dass wir unseren Lebensstandard absenken müssen. Vielleicht wäre es einfacher für uns, einen Krieg zu führen. Also das ist ja britisch, nicht? Das ist gut. Ja. White, ja. Ich bin schockiert, dass es unter allen Männern gerade Sie sein sollten, solche Prinzipien auszusprechen. Balfour, ist es eine Frage von richtig oder falsch, right or wrong? Vielleicht ist es einfach eine Frage der Beibehaltung unserer Vorherrschaft. So, und 1907 wurde dann das Trio komplett, also Russland kam zu dieser Entente dazu. Von da an ist es diese Triple-Entente. Es ist die dann im Weltkrieg entscheidende Koalition. Und ihre Gegner waren dann die Mittelmächte, von denen das Deutsche Kaiserreich und die Habsburger Monarchie Österreich-Ungarn die wichtigsten Verbündete waren. Gut, Italien gehört ja bis 1915 dazu, hat sich aber nicht eingebracht und ging dann auf die Seite der Alliierten. Oder der Entente. So, und 1909 ist Haushofer auf dem Weg nach Japan, wieder noch immer noch Hauptmann im Generalstab, hat den Auftrag bekommen, in Japan herauszufinden, wieso die kleinen Japaner die Russen besiegt haben in der Mandschurei. Das war einfach nicht nachvollziehbar. Und der hat dann 2 Jahre in der kaiserlich-japanischen Armee gedient und hat auch herausgefunden, was der Erfolg der Japaner war. Und das wurde dann vom Ersten Weltkrieg in der Armee eingeführt. Er hat gesagt, das ist einmal der Schützengraben, der gesicherte Schützengraben, es ist die Handgranate und es ist die Sicherung der ersten Feldgeschütze, die ganz vorne sind, das also die Mandschurei. Also, und auch der Lord Kitchener, ein Kriegsherr bei den Briten, der Befehlshaber oder Gouverneur von Indien, kriegt mit, dass der Haushofer nach Japan ist und lädt ihn zu sich ein zu einem Lunch. Und da sprach er ganz unbefangen von der Unvermeidlichkeit eines großen Krieges hier, Lord Kitchener, der wahrscheinlich England wie Deutschland ihre Herrenstellung am Pazifik kosten müsse. Und nur für die Amerikaner und Japaner geführt werden. Eine hochinteressante Einsicht. Also, hat ihn aber nicht abgehalten, da mitzumachen. So, dann geht es 1909, gründet Milner der mythischen Heimat von König Artus, den Round Table. Und diese Round Table-Geschichte, die sich da, ist eigentlich ein Netzwerk. Die da gegründet worden sind 1909, das ging dann weiter über Chatham House jetzt oder über das Council on Foreign Relations und so weiter, und 1909 und nach dem Ersten Weltkrieg, bis heute eigentlich. Ziel war es, die Reform des britischen Empire und eine atlantische Gemeinschaft zu
Das haben wir. Nicht die Atlantische, es geht um die Atlantische Gemeinschaft. So, und diese Mildergruppen, nochmal, das sind keine Geheimzähler. Die laufen nicht mit Kapuzen rum. Die haben keine besonderen Rituale. Das ist eine britische Gesellschaft, wo man sich trifft, die auch natürlich verschwiegen ist, wenn man dazugehört. Und das sind Roundtable-Gruppen, das ist die Rhodes-Kirche, das ist die Leute, die im Umfeld der Times sind, All Souls-Gruppe, das ist die Universität Oxford und so weiter und so weiter. Also viele unterschiedliche Zirkel, die aber alle miteinander irgendwie in Kontakt stehen und sich vernetzt haben. Und natürlich nach britischer Art doch auch in der Lage sind, da recht verschwiegen zu sein. Aber mehr ist das mit Sicherheit nicht. So, und der Jim McGregor, von dem ich schon mal gesprochen habe, in seinem Buch The Secret Elites, hat er eine Übersicht gemacht. Sie sehen in der Mitte Alfred Milner. Und dann haben wir hier den Edward Grey, den Außenminister, über den King Edward, dem 7., also er ist ja das Taufpatenkind. Nur als Beispiel die Vernetzung zu Russland, da haben wir den Minister Sasonow, den Vertrag von Petersburg aufgeführt und Alexander Izvolsky und so weiter. Also für alle bringt er die Zusammenhänge da und ich denke, besser geht es eigentlich gar nicht. Das ist sehr aufschlussreich. Da kann man es hier noch besser lesen. Ja, auf dem Balkan, wer da hier war, in Serbien zum Beispiel Nikolai Hartwig, der russische Botschafter, der Viktor Atamanov, das war der Militärattaché, der auch, wie gesagt, in den Anschlag eingewickelt war, verwickelt war, der Oberst Apis, der den russischen Militärattaché informiert hat über das Attentat und so weiter. Also es hängt alles hängt hier zusammen. So, und nun, 1911 haben wir die zweite Marokko-Krise. Da wissen wir nur aus unseren Geschichtsbüchern, dass nachdem die französischen Truppen die Städte Rabat und Fes eingenommen haben, ist dann Kaiser Wilhelm vorbei, mit Kanonenboot Panther, und das war natürlich auch nicht sehr originell, und hat gesagt, also das dürft ihr eigentlich gar nicht, das geht nicht, wir haben die Konvention von 1878, das ist nicht. Und zugleich, also die Franzosen marschieren in Marokko ein. Die Italiener sind ja noch viel cleverer, die sagen, okay, nochmal, jetzt ist eine tolle Gelegenheit da, wir greifen mal auf breiter Front Grün-Osmanisches Reich, wir greifen das Osmanische Reich an, war auch gerade so im inneren Kämpfen verwickelt mit den Jungtürken und was da so war, nutzen wir mal aus und fallen hier in Libyen, in Tripolitanien, in die Cyrenaika ein, hier in Rhodes. Und die Briten waren natürlich cleverer, weil die sagten, wir müssen unsere Schiffe, unsere Marine auf Öl umstellen, Churchill. Wir brauchen das Öl. Also besetzen wir hier mal die Städte hier in der Golfregion. 1911. Und damit wir einmal sehen, wie die Rüstungsausgaben verteilt sind, und ich habe das die Zahlen aus dem Buch Engelbrecht Hennigen von 1934 in New York, Merchants of Death. So, die USA, das sind Milliarden, über eine Milliarde, Deutschland knapp drunter. Frankreich über, Großbritannien über und Russland über 2 Milliarden. Liegt daran, weil Russland 1913 von Frankreich so viel Kredite bekommen hat, um ihre Eisenbahn offensiv nach vorne zu bringen. Also ich denke, das sagt ja auch was aus. Aber was meiner Ansicht nach noch mehr aussagt, das sind der deutsche Außenhandel 1909. Und das sehen Sie, in Europa ist er relativ ausgeglichen, aber die Amerika ungefähr wie heute, Asien wie heute, Afrika wie heute, Australien wie heute. So, und das war der Kriegsgrund. Diese wahnsinnigen Handelsüberschüsse, das nehmen wir nicht mehr hin. Und wir haben es ja im letzten Jahr, denken Sie an Trump, was hat er gesagt? Wegen dieser Überschüsse. Deutschland ist ein böses Land. Und das haben angesichts dieser Zahlen auch gesagt. Das ist ein böses Land, das müssen wir mal ein bisschen einschränken. Und ich weiß nicht, Sie werden das genauso wie ich auch in der Schule gelernt haben. Der Außenhandel, nicht in der Wirtschaftspolitik, sollte eine ausgeglichene Handelsbilanz sein. Um den Frieden zu festigen. Alles, was nicht ausgeglichen ist, führt zwangsläufig zum Krieg. So. Und das ist ein Handelskrieg dann ja auch.
Also und ich denke, dass unsere Politiker und Politikerinnen jetzt immer wie ein Fanal vor sich hertragen, aber wir sind doch Exportweltmeister. Das ist gefährlich. Das ist einfach gefährlich. Und das nach außen hin zu posaunen, wenn man es ist, noch gefährlicher, anstatt still zu sein, um Gottes Willen, warum man nicht dran rühren. Aber die kennen halt keine Geschichte, fürchte ich mal. So, und dann am 28. März 14, Edward Grey, der britische Außenminister, in ein paar Wochen wird der Weltkrieg ausbrechen. Für England bedeutet er einen erwünschten Ausweg aus den inneren Schwierigkeiten. So, was waren das jetzt für innere Schwierigkeiten? Einmal standen die Banken vor einer ganz großen Krise, wie heute auch. In Frankreich war es so, dass die französischen Banken sich in Petersburg stark, ganz stark verspekuliert hatten. Und dann natürlich die Krise mit Irland. Irland stand kurz vor dem Bürgerkrieg. Und das waren die inneren Schwierigkeiten. Am 29. Mai besucht Colonel House, das war also der Berater vom amerikanischen Präsidenten Wilson, Berlin, und der schreibt, der schickt eine Depesche am 29. Mai von Berlin, das von der Berliner amerikanischen Botschaft zum Präsidenten. Und da schreibt er, das wird eines Tages noch zu einer Katastrophe kommen. Da gibt es zu viel Hass, zu viele Eifersüchteleien. Sobald England einverstanden ist, werden Frankreich und Russland, Deutschland und Österreich in die Zange nehmen. So, und Sie wissen ja, was da passiert ist. Sie haben das Thronfolge-Ehepaar. Franz Ferdinand war natürlich für viele unerwünscht, für viele gefährlich. Gefährlich deshalb, weil er einmal hat er hier die Frau, die Sophie Kotek, geheiratet, eine Tschechin aus niederem Adel, also eine Slawin. Und er hat natürlich dann vorgehabt, verständlich aus dieser Ehe, und hat er zu seiner Frau gehalten. Und deswegen hat er die auch erstmalig am 28. Juni mitgenommen auf eine Reise, auf eine Staatsreise. Erstmal, um zu zeigen, er steht an der Seite seiner Frau, dass er diese Doppelmonarchie vergrößert wird in eine Dreifachmonarchie, also die Deutschen, die Ungarn und die Slawen. Das war seine Absicht. Und damit war natürlich der Feind, einige natürlich auch in Österreich, weil ich das nicht wollte, die Feind der Ungarn. Die Ungarn wollten das nicht, eher die Deutschen weniger, die Ungarn, aber das meiner Ansicht nach war das für die Ungarn kein Grund, ihn umzubringen, sondern die größte Gefahr war das natürlich für die panslawische Bewegung, weil die wird dann einfach ins Leere gelaufen damit. Also für die Pan-Slawisten war er die absolute Gefahr. So, nun heißt es ja immer, dass der serbische Premier Nikola Pasic oder die serbische Regierung überhaupt mit diesem Attentat gar nichts zu tun hat. Also ich habe aus dem Heeresgeschichtlichen Museum in Wien die Erlaubnis erhalten, diese Handzettel von Pasic zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob man das auch noch erlauben würde. So, und da macht er die Anweisung der Ministerpräsidenten Anfang Juni 1914, dass den Schülern des Oberrealgymnasiums im Tizia der Sinnlagen Bomben und Revolver zu übergeben sind. Also vom Ministerpräsidenten persönlich. So, und wenn wir uns überlegen, Kriegsbeginn, also da kam das Ultimatum der Österreicher, das war natürlich auch, es waren 10 Punkte. 8 Punkte haben die Serben sofort anerkannt, nur 2 Punkte haben sie entschieden abgelehnt, und zwar mit Rückenstärkung aus Petersburg. Die schlimmste war ein Aufschrei auch von dem britischen Außenminister Grey, eine Unverschämtheit, weil die Österreicher hatten in ihren Vernehmungen, die haben ja den Prinzip gefangen genommen, ihre Vernehmung haben ergeben, dass der Weg direkt nach Belgrad. Also haben sie gesagt, wenn jetzt die serbische Regierung das untersuchen will, ehrlich untersuchen will, dann möchten wir einen Ermittlungsbeamten dahin schicken, in diese Untersuchungsregierung. Und da hat natürlich Serbien gesagt, das ist ein Eingriff in unsere Souveränität, das lassen wir nicht zu. Ein Aufschrei, und auch Grey sagte, das ist nicht hinnehmbar. Sowas hat es in der Welt noch nie gegeben. Aber bei uns ist das heute natürlich Alltag. Wenn hier was passiert in der Bundesrepublik, dann kommen die Ermittlungs,
Verantwortlichen aus den Ländern, wer sofort hier mit ihrer Untersuchung her. Das ist Alltag eigentlich. So, und das hat dann 30 Tage danach zum Krieg gegen Serbien geführt. Wenn wir jetzt nur die Parallele ziehen, und das muss erlaubt sein. 9/11 war ein fürchterlicher Terroranschlag, aber ich denke von der Dimension vergleichbar mit dem Anschlag auf den österreichischen Kronprinzen. Oder Thronfolger vielmehr. Künftigen Thronfolger. Also von der Symbolkraft denke ich ähnlich. Und hier der Anschlag auf die Doppeltürme des World Trade Centers, hier hat man dann, hier hat man zumindest bei den Ermittlungen gehabt, das führt nach Belgrad, also die Untersuchungsergebnisse, die ja heute alle bestätigt werden. Kann man also nachvollziehen. Aber was hier in Washington passiert ist, innerhalb von 24 Stunden, der deutsche Kanzler ist da und verspricht uneingeschränkte Solidarität und der Bündnisfall der NATO tritt dann ein und sie haben nichts gewusst, keine Beweise, nichts vorgelegen. Und dann wird 27 Tage später wird der Krieg gegen Afghanistan werden. Wobei bis heute nicht ein einziger Afghane nachgewiesenerweise an diesem Anschlag beteiligt war. Und der Krieg gegen Afghanistan geht bis heute weiter. Meine Damen und meine Herren, was haben wir 1918? Das war 2001. Das wären 17 Jahre, wie hier Krieg geführt wird. Was geschieht mit diesem Armland? Also, ich denke, das muss man in diesem Zusammenhang doch einmal auch sehen dürfen. So, und hier wieder nochmal für mich ein ganz interessantes Zitat. Am 22. bis 26. Juli fand der Eucharistische Weltkongress in Lourdes statt. Der Krieg, der in Vorbereitung ist, wird ein Kampf zwischen dem internationalen Kapital und den regierenden Dynastien sein. Das ist der Erzbischof von New York, der Kardinal Ford. Das Kapital wünscht niemand über sich zu haben, kennt keinen Gott oder Herrn und möchte alle Staaten als großes Bankgeschäft regieren lassen. Ihr Gewinn soll zu alleinigen Richtstuhl der Regierenden werden. Business einzig und allein. Und wenn wir das hören, was er heute damals gesagt hat, können wir den Schlachtruf, den dieser Kapital, sage ich jetzt mal, auf einen neuen Nenner bringen. Die Dynastien sind ja weg. Also sie können jetzt an den jetzigen Kriegen nicht mehr beteiligt sein, weil die einfach nicht mehr da sind. Aber die Kriege gehen ja unvermindert weiter. Und der Schlachtruf heißt heute nicht mehr weg mit den Dynastien, sondern No Borders, No Nations. Das ist jetzt der Schlachtruf. Also es geht weiter. Es geht weiter. Und es sind die gleichen Ziele, die das damals gemacht haben und die das heute machen. So, und der französische Sozialpolitiker Jean Jaurès sagt am 30. Juli 14. Hier in Frankreich arbeiten wir mit allen Gewaltmitteln für einen Krieg, der ausgefochten werden muss, um ekelhafte Begierden zu befriedigen. Und weil die Pariser und Londoner Börsen in Petersburg spekuliert haben. Es liegt an der Macht der französischen Regierung, Russland am Krieg zu hindern. Aber man sucht den Krieg, den man schon lange schürt. Tag später wurde er erschossen. So, und hier haben wir Oswald Spengler, den deutschen Philosophen und Leo Trotzki. Für Oswald Spengler waren die Militäroperationen, wir haben jetzt hier das Bild von 1911, bereits der Beginn des Ersten Weltkrieges. Und das möchte ich auch sagen, ich sehe es genauso. Das war der Beginn des Ersten Weltkrieges. Spengler war entsetzt über die Blindheit aller Kreise, die nicht an einen Krieg glauben, der in Wirklichkeit schon ausgebrochen war. Als der Krieg im August 14 ausbrach, hatte Amerika alle wichtigen Grundlagen für seinen Aufstieg gelegt. Es hatte Spanien aus Kuba und von den Philippinen verdrängt, beherrschte die Karibik, stellte gerade den Panama-Kanal fertig und besaß in Ostasien Anlaufstellen für seine Flotte. Oswald Spengler sah in der Kriegserklärung Österreichs an Serbien einen diplomatischen Akt im spanischen Kabinettstil des 16. Jahrhunderts, während England mit den taktisch überlegenen diplomatischen Mitteln des 19. Jahrhunderts den Weltkrieg in dieser Form nicht erklärte, sondern nur zwei. Und der russische Revolutionsheld Trotzki wurde noch präziser, zitiere ich: Die englische Demokratie hat doch zum imperialistischen Krieg geführt.
Und zwar im Sinne der direkten Verantwortung der englischen Diplomatie, die bewusst und berechnet Europa in den Krieg trug. So, nachdem Großbritannien unmittelbar nach Kriegsbeginn 1914, und zwar wurde die, dann war das am 4. August um 23.30 Uhr, wurde die Kriegserklärung übergeben. 23.30 Uhr, die deutschen Botschafter in London. Und am anderen Morgen, in den frühen Morgenstunden, so um 4, 5 Uhr, in den ganz frühen Morgenstunden, tauchte britische Schiffe vor Emden auf, die das deutsche Atlantikkabel kappten und ein Stück herausschnitten. Also, jemand, der noch ein bisschen von Navigation versteht, nur einmal ausmisst von der englischen Küste bis kurz vor Emden, schafft man von 23.30 Uhr nicht. Also, das war wieder von dem CND perfekt geplant, das war alles geplant. Und und von nun an war jetzt die deutsche Regierung für Verbindung nach Amerika zur amerikanischen Regierung auf die Verbindung, auf das Verbindungskabel der amerikanischen Botschaft angewiesen. Das hatte den praktischen Vorteil, dass dieses amerikanische Kabel lief zunächst über England und dann nach Amerika und hatte eine Relaisstation beim englischen Geheimdienst. Also das wurde alles abgehört. So, ja. So. Am 20. August, das war ja auch die Blockadebefehle, hätten sofort am 5. August ebenfalls umgesetzt werden können. Aber wenn man das gemacht hätte, diese Masse der Welt, dann wäre die englische Bevölkerung oder die Parlamentarier wären schmutzig geworden und sagen, wie können die das innerhalb von Stunden derart wie das geht ja gar nicht. Weil sie haben wiederholt wurde nachgefragt bei diesem CID, wir verstehen das nicht. So viele Leute, so viel Geld, was macht ihr denn da eigentlich? So, kamen Anfragen. Und dann haben die geantwortet, das ist ja klar, wir haben eine riesige Aufgabe. Die Deutschen haben die Absicht, die Insel, eine Invasion an der Insel durchzuführen. Sie wollen England besetzen. Und um diese Besetzung zu verhindern, bedarf es einer unglaublichen Anstrengung. Dabei hat es mich nachweisen. Nicht einen einzigen deutschen Generalstäbler oder Admiralstäbler gegeben, der das nur im entferntesten Mal angedacht hat. Es gibt nichts. So. Aber das wurde den englischen Politikern verkauft und die haben dann auch nicht mehr nachgefragt. So, und so hat man gewartet bis zum 20. August, da war das dann weniger auffällig. Und hier sehen wir das Bild dann von Käthe Kollwitz, ist das ja, dann die hungernden Kinder. Diese Blockade ist dann ja durchgeführt worden bis zum 28. Juni 1919. Also nach dem Waffenstillstand vom 11. November 1918 noch einmal. Und da sind, soweit ich weiß, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, noch mal 750.000 Menschen gestorben. Vor allem natürlich Kranke, die keine Medikamente hatten. Und natürlich auch von den Lebensmitteln her Kinder und Säuglinge. Bis zum 28. Juni 1919. So, und die Deutschen? Wir waren von dieser Blockade natürlich überrascht. Es spricht natürlich nicht für den deutschen Geheimdienst. Es spricht nicht für die deutschen Diplomaten, die wir in London den Dienst gemacht haben. So, und am 4. Februar 15 endlich hat die Regierung eine Antwort. Und das, die Antwort, das Einzige, was möglich war, war dann, das Gleiche zu machen, eine Blockade um England mit den U-Booten. Und U-Boote waren damals so gut wie ich habe nur 22 U-Boote, von denen waren eigentlich im Docks gerade alle, ich glaube 15 waren einsatzbereit. Weil Tirpitz natürlich nur auf großen Schlachtschiffe, ja, mit denen kann man ja auch so schöne Paraden fahren, wenn da die Flügel wehen und flattern und so weiter, U-Boote sieht man halt zu wenig. Also das ist eine böse Unterstellung, aber ja, die muss dann ja erst richtig gebaut werden. So, und der britische offizielle Historiker Royal Navy, Sir, das kennen Sie Sir Garden, Sir Julian Corbyn, urteilt, der Erste Weltkrieg sei von Nordhängen dem Plan der Blockade und seinen Mitarbeitern innerhalb der britischen Regierung mit einer geordneten Vollständigkeit im Detail, die keine Parallelen in unserer Geschichte hat, vorbereitet worden. So, und jetzt, was noch den Briten ein Dorn im Auge war, das war natürlich die jüdische Bevölkerung oder die jüdischstämmige Bevölkerung im Deutschen Kaiserreich, die also sehr stark für den Kaiser eingesetzt hat. Weil wir müssen das spiegeln, wir müssen sehen, unter welchem Druck und welchen Verhältnissen die Juden in den russischen
die Beziehungen gelegt haben, die Pogrome wieder waren und. Der Kaiser sorgt dafür, dass wir hier in Frieden leben können, der Schlüssel und so weiter. Also die freiwillige Anteilnahme am Ersten Weltkrieg war riesengroß. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich kann vielleicht etwas aus den üblichen Zeitungen vorlesen. Die sind wirklich sehr aufschlussreich. Ich glaube, hier, das ist die Allgemeine Zeitung des Jugendtums. Und da schreibt Margarete Marasse, der Heilige Krieg. Mit einem starken Glücksgefühl, mit leuchtenden Augen sind im Augenblick einer nationalen Erhebung ohnegleichen auch alle jene zu den Fahnen geeilt, die sich im deutschen Vaterland zur mosaischen Religion bekennen. Und das schreibt sie in diesem Artikel. So. Und daneben treten auch, aber auch massenhaft Juden im wehrfähigen Alter aufgrund der Religionsvorschriften zu den Fahnen. Darunter viele Tausende von Freiwilligen, die entweder ihren Jahren nach noch zu jung oder anderweitig von der Wehrpflicht befreit waren. Wir sind alle überzeugt, so Ludwig Geiger, dass das Herz unseres Kaisers von wahrhafter Friedensliebe erfüllt ist, dass er bis zum letzten Moment aufrichtig gesprochen und energisch alles getan hat, um den Krieg zu verhindern. Ich wollte nur sagen, die Stimmung und dass diese Leistung des Deutschen Reiches, ob wir jetzt an die wissenschaftlichen Leistungen, an die bischöflichen Leistungen, das ist ja ohne die jüdischen Mittel überhaupt gar nicht zu denken gewesen. Und auch der Einsatz im Feld, da waren die jüdischen Mittel ganz stark involviert, zum Beispiel Professor Harau und so weiter, als Hauptmann da und so weiter. Hier nur mal ein Beispiel zum Vergleich, das ist übrigens Oppenheim, der hat sich sofort hingesetzt und hat gesagt, nach dem Vorwurf der Briten, die Deutschen sind Barbaren, hat er diese Tafel gemacht und einmal verwiesen hier. Nicht hier Deutschland, England, Frankreich, das ist hier die Sozialversicherung, Deutschland so, in England gar nichts, also dann Analphabetentum, Deutschland zu wenig, hier England, Frankreich, was haben wir hier? Die Ausgaben für die Schulreform, dann haben wir die Büchererzeugung hier in Deutschland vorne. Die Nobelpreise, wo wir hinter sagen müssen, ein Großteil von den jüdischen Mitbürgern, ganz stark, so. Und die Patente, das war ja wieder ein Punkt, die Patente, das hat ja, die fließen ja ein in den Handel, in die Wirtschaft, in die Produktion. Das musste unterbrochen werden. Das war einfach eine zu große Bedrohung. Und wie gesagt, dieses Engagement der jüdischen Mitbürger war unglaublich. Nun sind wir im Jahr 1916, wir haben Wahljahr in den USA und Präsident Woodrow Wilson führt hier am 15. Juni 1916 die Preparedness Parade in Washington an, 55.000 Mitmarschierern, die alle den Krieg wollen. Ich glaube, 55 Militärkapellen in diesem stundenlangen Aufmarsch. Und er hat ja wahr gesagt, er will Amerika aus dem Krieg heraushalten. Marschiert aber am 5., also das ist ja mitten im Wahljahr, marschiert er schon mit, also es hätte jedem Amerikaner und jeder Amerikanerin klar sein können, dass er den Krieg will. So. Und dann, hier führt er das an und zugleich macht er, noch in diesem Monat, vor dieser Preparedness-Parade, macht er ein Gesetz, dass im Kriegsfall das amerikanische Transportwesen verstaatlicht wird, vorbereitet, vorher. Und danach, gleich danach, macht er ein Gesetz, dass den National Guard die Offizierausbildung, ich glaube, auf 450.000 Mann erhöht. Also, sofort danach. Also diese beiden Gesetze hätten eigentlich jedem US-Bürger bekannt sein dürfen. Der will keinen Frieden. Wenn der Präsident bleibt, wird er den Krieg wollen. Ja. Und da haben wir das dann ja auch so. Wilson erklärt am 6. April Deutschland den Krieg. Und dann kommt im Herbst also der Brief, mehr ist das nicht, von Lord Balfour an Lord Rothschild, mehr ist es nicht. Aber inhaltsstark. So, das Ende des Ersten Weltkriegs, wir sehen unendliche Gräberfelder, einfach schockierend. 9,7 Millionen Tote und 10 Millionen Tote unter den Zivilisten, also unvorstellbar. 2013 schreibt John B. Cafferty das Buch Lord Milner's Second War darüber, er sagt also, dieser Erste Weltkrieg ist der zweite Krieg von Lord Milner, nämlich den ersten Krieg, den er gemacht hat, war der zweite Boerkrieg von 1899 bis 1902.
ein interessantes Buch und ich muss sagen, hat mir auch einige Augen geöffnet. Und dann haben wir nach dem Krieg den Versailler Vertrag. Da steht, die alliierten und assoziierten Regierungen erklären und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlebt haben. Das heißt also, Deutschland hat alle Krieger und Waisenrenten gezahlt, in England und in Frankreich. Alles. So, und jetzt werden Sie gleich staunen, wer diesen Artikel geschrieben hat. Kennen Sie? Das ist einmal John Foster Dulles und der andere ist Jean Monnet. Der war in der amerikanischen Delegation in Versailles und der in der französischen. Und von Dulles ist er also Mitbegründer des Fonds und Foundations, Mitglied der Rockefeller Foundation, 24 Beteiligte sich am Dors und 28 am Landtag, mit denen die deutschen Inflationszahlen gehoben werden sollen. Von dem stammt dieser Artikel. So, und dann ging es los. Also, jetzt flossen die Gelder Deutschlands zunächst an Frankreich oder an London. Und dann ging es von da natürlich in großen Strömen zur Wall Street. Und zwar, großer Rahmen. Das sieht dann so aus, ein Schuldnetz nach Edgar Salin, von dem ist diese Grafik, und dieser Edgar Salin ist auch ein interessanter Historiker, der ist der Neffe von Jakob Schiff, also dem Banker in einer Wall Street, der das alles mitbeobachtet hat und das dann wie wunderbar in einem Buch gefasst hat, aber leider auch nur heutzutage schwer, ganz schwer zu kriegen. So, 1925, also mit diesen Reparationen, hat man Folgendes gemacht, also mit den Amerikanern, also mit Dulles natürlich, dass die Bayern und weiter zusammen zur EG-Farben-Industrie agieren wurden. So, und ist gut, dass mit den Elfling und Reismann sagt ja nicht viel, aber der Mitarbeiter 80.000 damals mehr oder weniger. Und EG Farben war dann, das war ein multinationaler Konzern, wie wir wissen, und von 33 gehörten die zum Plan der Nationalsozialisten als Teil ihres Planes für die Welteroberung. Also ist die weltgrößte chemische und pharmazeutische Company, also das ist und der größte Finanzierer der Nazis natürlich auch. Wie auch der Antwerp-Komplex waren die Vereinigten Stahlwerke, die wurden mit den gleichen Geldern gemacht, das waren natürlich die großen Kruptüssen und wie auch immer, auch als multinationale Konzerne dazu beigetragen haben. Und hier haben Sie mal ein anderes Tableau, EG Farben und die American EG Farben, also multinationaler Konzern, dazu gehört also rein Federal Reserve Bank, Ford Motor Company, Bank of Manhattan, Standard Oil. Also, das würde ja, den ganzen Abend führen, denke ich, wenn man darüber sprechen will. So, und um das alles zu fingern, brauchte man eine Organisation über der Federal Reserve Bank. Und die Bank über der Federal Reserve Bank, also diese Weltbank dann, das war die Bank für internationalen Zahlungsanleihen. Also Bank for International Settlement. Gibt es heute noch, macht die heute noch genauso. Die haben zum Beispiel diese Bank für International Settlement, hat zum Beispiel auch bei dem Einmarsch in die Westtschechei im März 1939 das ganze Gold der Tschechen über die BITS an das Dritte Reich transportiert. Dann weiß man, wie die Interessen gelegen sind. So, also, das Gebäude hier in Rase von der Bank, hier und der Reichsbankpräsident war ja Palmer, Horace, Greeley Schach. Also an den Vornamen wissen Sie schon, der kommt auch von der Wall Street. So, und der ist bei dem Prozess gegen die Nazi-Verbrecher 1946, ist er der Einzige, der freigelassen wird, wenn man die Verbindung hat, dann bleibt das auch. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn man jemanden zur Verantwortung ziehen muss, egal was passiert ist, immer die Geldgeber der Macht. Weil ohne das Geld gibt es keine Kriege. Es ist immer das Geld. Und diejenigen, die das Geld bereitstellen, um Waffen zu produzieren, Waffen zu kaufen, um Revolution zu machen, wie auch immer,
Diese Geldgeber, die gehören in die Verantwortung genommen. Aber er wurde freigelassen. So, nun haben wir bei IGV einen hochinteressanten Mann, den die meisten von Ihnen auch kennen. Und das ist der ehrenwerte Professor Hallstein. Und der sagt in einer Rede am 23. Januar, also eine Neujahrsrede ist das natürlich, 39, eines Tages, eines der wichtigsten Gesetze ist das Gesetz zum Schutze deutschen Blutes und deutscher Erde. So, dieser IGV-Repräsentant war seit 1938 Vertreter des Deutschen Reiches in Rom. Und dann weiß man, wo der gestanden ist. Er war natürlich am Anfang die Gefahren und zur Erinnerung, Auschwitz, dieses wahnsinnige Arbeitslager mit 100.000 Menschen, 100.000 Zwangsarbeiter, ist auf Betreiben von IG Farben gemacht worden. Und die Leute, die das verwaltet haben, die hier geforscht haben, die Leute ausgebeutet haben, die Menschenversuche gemacht haben, das waren in der Masse alles Leute in Doppelfunktion, IG Farben und SS. So, Ende des Ersten Weltkrieges wieder unglaubliche, unübersehbare Gräberfelder. Die Masse unschuldige junge Männer und unschuldige Zivilisten. Und der Chefankläger, Telefon Träger, sagt, ohne die Gefahr hätte es keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. Ja gut, die Gefahr war da nicht gemeint. Ich denke, da gehören noch schon ein paar andere dazu, die da mit im Umfeld sind. Also denke, aber die Kernaussage ist richtig. So, und noch im Krieg 1941 sagt Charles de Gaulle bei einer Rundfunkansprache, es gibt keinen Zweiten Weltkrieg. Es gibt nur einen zweiten 30-jährigen Krieg. Es gibt nur einen zweiten 30-jährigen Krieg. Und da kann ich ihn nur absolut unterstützen. Und das hat ja nicht nur er gesagt, sondern das hat auch 1944 Churchill an Stalin geschrieben, dass es sich um einen zweiten 30-jährigen Krieg handelt. So, und aus diesem zweiten 30-jährigen Krieg ist jetzt heute Folgendes übrig geblieben. Die Befehlsstrukturen, Atlantikfront, das ist hier, EUCOM und AFRICOM, das war bis 2007 ein Kommando. Also dieses Kommando ist aber das Kommando noch die Struktur aus dem Ersten auf dem Zweiten Weltkrieg. Und dann haben wir hier die Pazifische Front, ist auch so bestehen geblieben, besteht heute noch als heute das Pazifische Kommando. Und dann ist neu dazugekommen in der Kuba-Krise, NORTHCOM und SOUTHCOM. Und dann 1900, nach der Krise da mit dem Schah und mit dem Beginn der Kriege da in den 70. Ja. Zentrum ist, soweit ich weiß, das ist 80, ist das 83, also angedacht 80, 81 von Carter und dann 83 ist das soweit installiert worden. Mit diesen Ländern, von Ägypten her bis nach Kasachstan, Iran, Afghanistan, Jemen, wir schauen uns mal an, wie das hier in diesem amerikanischen Zentralkommando brennt. Es brennt überall. Überall. So, und das ist das stärkste Kommando, was die USA weltweit haben. Also die haben die gesamte Welt überspannt mit Militärkommandos. Und wenn wir heute uns Trump ansehen, mit seinen Generälen, ein General, das ist der Verteidigungsminister, das ist der General Mattis, der war Befehlshaber von dem. Der Homeland-Minister, der General Kelly, war Befehlshaber von dem. Und denken Sie an die Unruhen, Venezuela und was wir da alles haben. Und zu dem anderen kommen wir noch, unser jetziger Sicherheitsberater, der General Flynn musste ja gehen, weil der nach dem Ausgleich in Russland gesucht hat. Der jetzige Mattis, McMaster war ja stellvertretender Befehlshaber von TRADOC Corps. Also das ist das Training and Doctrine Command. Das macht die ganzen Strategiepapiere. Und die nationale Sicherheitsstrategie jetzt vom 17. Dezember 2017 baut darauf auf den TRADOC Pamphleten, wie heißen sie noch? Das ist 525-5 von 1994 und 525-3-1 von 2014 Dezember. Also alles noch, das andere ist von Clinton und Obama,
2014. Und das heißt Win in a Complex World. So. Und das ist alles auch die Handschrift von McMaster. Und wenn Sie diese Strategie lesen, das Strategiepapier, jetzt vom 17. Dezember, McMaster. Also Trump ist komplett umstellt. Umstellt. Kommt da gar nicht raus aus der Nummer. So, jetzt zu 1946. Haben wir Churchill wieder. Den Churchill hat vor 1914 Teil der Kriegspartei und Grey hält er in den Westküsten. Und jetzt ist er in Zürich und sagt, wir brauchen ein vereintes Europa als Zwischenschritt zur Weltregierung. Und den Namen steht da. Jetzt ist aber noch doller. Jetzt sagt er am 15. April 1947 in der Allbirds. Jetzt schaut sich das einmal an. Das Riesenporträt von Abraham Lincoln. Was hat das mit Europa zu tun, frage ich mich jetzt mal. Das ist auch eine europäische Rede, die er da gehalten hat. Und Schaffung einer autoritativen, allmächtigen Weltordnung über ein vereinigtes Europa. Church. Also, der ist dabei von 1908 bis nach 45, weit nach 45. So, jetzt geht's weiter. Wir sind jetzt im Sommer 1948. Dann werden in den USA, bildet sich ein American Committee for a United Europe. Das ist das schon, was Churchill gedacht hat. Es geht hier in den USA weiter. Da wird das Komitee gegründet. Und wieder natürlich unseren üblichen Verdächtigen, Dulles, und hier den General Winston Churchill sowieso, und den General William J. Donovan. Donovan ist der Chef des Geheimdienstes. Der hieß damals noch OSSS, heute CIA. Also, das ist der Vorsitzende von dem American Committee for the United World. Und dann wissen Sie, wer dieses vereinte Europa so wollte, wie es heute ist. Wir sind auf 47. Hier haben wir den Präsident Truman und hier diesen hochdekorierten Mann, das ist der General Marshall. Der war ja der Chef des Vereinigten Generalstabes unter Roosevelt bis zum Schluss und dann wurde er 47 Außenminister. Also ein Mann, der zeitlebens nur Soldat war. Zeitlebens. Und wir wissen, von ihm stammt ja zunächst von Truman die Truman-Doktrin am 15. Mai 1947 und dann am 6. Juli der Marshallplan. Und das ist wieder, was Mausfeld sagt. Das wird alles getrennt. Nicht der 15. Mai 1947 zum 6. Juni. Der 15. Mai taucht nicht mehr auf, aber der 6. Juli, überschwänglich gefeiert, Denkmäler überall, Marshallplan, der hier den Europäern was Gutes tun wollte. Aber es ging um den Aufbau für kommende Kriegsstrukturen. Das ist der Hauptgrund. Also muss man sich nur mit der Biografie von Marshall einmal beschäftigen. Würde jetzt zu weit führen. So, und jetzt wurde am 26. Juli 1947, wir sehen es drin, alles zusammen, den National Security Act verabschiedet. Und das ist die Grundlage für alles, was militärisch seit 1947 passiert in der Welt. Auch diese Kommandostruktur, die ich Ihnen gezeigt habe. Alles über dieses Gesetz. So, zu den Marshallplan, Sie sehen hier, das sind die Länder. Ab 50 war auch Jugoslawien dabei. Also Jugoslawien war nicht im Marshallplan, sondern war eigentlich Teil in den NATO-Kriegsführungsplänen. Und diese Länder, die hier Marshallplan-Hilfe bekommen haben, dort Deutschland 2 Milliarden, waren an folgende Bedingungen geknüpft. Diese Länder mussten ihr Haushaltsrecht an das Weiße Haus ablegen. Also diese Länder waren dann nicht mehr souverän. Zumindest Hauswirtschaft. So, und hier haben wir noch einmal den National Security Act von 47 und so weiter und so weiter. Und dann sehen Sie, wenn August, 2. August 2017. Dieses Gesetz durchzieht alles. Macht all das möglich, was heute und was seit 47 passiert ist. Bis heute. So, dann am 4. April 1949 wird die NATO gegründet. Und da steht dann, im Bündnisvertrag wird die Einsicht verlangt, dass wirtschaftlicher Wiederaufbau und wirtschaftliche Stabilität wichtige Elemente des Sicherheits sind. Und Sicherheit heißt natürlich die Kriegsführungsmöglichkeit, das Potenzial, was man da braucht. Und das gehört natürlich auch in das Umfeld vom Marshallplan. So, und am 5. Mai 1949 wird der Europarat. Und zwar
nicht von den Europäern, sondern vom American Committee for United Europe, institutionell nicht mit der Europäischen Union verbunden, nicht zu verwechseln mit dem Europäischen Rat und dem Rat der EU. Nur amerikanisch. Diesen Tag feiern wir jedes Jahr. 5. Mai, der 5. Mai als Europatag-Tag. Aber es ist kein Europatag-Tag. Das ist ein USA-Europatag, wenn überhaupt. Ziele, und das ließ sich natürlich alles brechen, Sicherung und Verwirklichung rechtsstaatlichen Denkens, Wahrnehmung der europäischen Kultur. Das Gegenteil läuft auch seither ab. Es geht um die Zerschlagung der europäischen Kultur. Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts. Ja, da schauen wir uns jetzt einmal um. Flächendeckung. Und es geht weiter. Am 23. Mai 1949, Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Im Oktober dann erst die Gründung der DDR. Das heißt, Teilung Deutschland, das gehörte alles mit zu diesem Plan. Mit einem einheitlichen Deutschland hätte man das so nicht machen können, undenkbar. Aber durch die Teilung war es möglich. So, und jetzt kommt das, was mich am meisten verwirrt hat, als ich auf dieses Dokument gestoßen bin. Ich habe es nicht glauben können. Als ehemaliger NATO-Soldat habe ich es einfach nicht glauben können. Wir sehen, 19. Dezember 1949. Die NATO war gerade drei, vier Jahre, wenn überhaupt. Machten die Generalschäfer im Auftrag ihrer Regierungen einen Plan für einen Kombikrieg, Long Range Plans for War with the USSR und so weiter. Und zwar in 1957. Dieser Kriegsplan wurde komplett fertig gemacht, um im Jahr 1957 ihn aus der Schublade zu holen. Und in der Präambel steht drin, Grundannahme. Am gelobten 1. Januar 1957 ist den Vereinigten Staaten durch einen Aggressionsakt der USSR unter ihrer Satelliten ein Krieg aufgezogen worden. Also als der Plan gemacht wurde, hat es doch gar keinen Warschauer Pakt gegeben. Der ist erst 1955 gegründet worden. So, und dieser Krieg kam nicht zustande, das wissen Sie auch, weshalb? Weil die USSR in allen Entwicklungen, militärischen Entwicklungen, den USA immer nachging. Aber in der Sputnik, in der Satellitengeschichte, da waren sie vorne. Und jetzt war der Sputnik oben, sendete Signale und konnte natürlich Truppenbewegungen fotografieren. Das heißt, da konnte man keinen Krieg mehr führen. Das war der Sputnik-Schock. Das war der Sputnik-Schock, der sehr viel ausgelöst hat. So. Und am 9. Mai 50 dann, diesen Tag feiern wir auch, im Europatag, 9. Mai, schlug der französische Außenminister Robert Schumann in einer Rede die Schaffung einer europäischen Gemeinschaft in Kulturstadt vor. So, das wissen wir alles, das steht in allen Geschichtsbüchern. Aber da sind Sie falsch informiert. Denn Schumann hat dieses Dekret drei Stunden vorher bekommen zum Vorlesen. Und Adenauer und die Gaulle wussten nichts davon. Hier ist der Koch. Nicht alles begann in Washington. Der Koch der Schumann-Deklaration war Dean Acheson, so der Chef des Stabes von Schumann. So, das war der Außenminister, der amerikanische Außenminister. Der wollte das. Das konnte man natürlich nicht der europäischen Öffentlichkeit klar machen. So, und nun geht es weiter. Dann, es baut sich auf, die römische Verträge, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und das EAG, das ist die Europäische Atomgemeinschaft. Atomgemeinschaft, so was. Von Belgien und so weiter, Luxemburg, den Niederlanden, in Rom. Und zwar im Kapitol, im Senatorenpalast. Also, frag mich, hätte man nicht was anderes nehmen können, was besser zu Europa passen würde? Und das würde jetzt eine Abwendung über diese Symbolik, die dahinter steht, einmal zu sprechen. Dahinter steht nämlich eine große Statue vom Papst Innozenz. Das wäre eine Geschichte, aber unter diesem Papst diese römische Republik abzuschließen. Nein, Geschichte war es nicht. So, und nun sitzt er am Tisch, wir sehen neben Adenauer, dieser Mann, den kennt sich schon, das ist der Professor Hallstein, mit seiner Hallstein-Doktrin. Ne? So, und inzwischen war Thomas Mann aus seinem amerikanischen Exil zurückgekehrt. Er hat da diese McCarthy-Hetze mitbekommen und so weiter. Und er sagt also, dass die USA bereit sind,
im Kampf um die Weltherrschaft. Da zitiere ich Thomas Mann, das ist der Aufruf an die Europäer. Finden Sie eigentlich auch hier. Europa als ökonomische Kolonie, militärische Basis, Klassik im zukünftigen Atomkreuzzug gegen Russland zu behandeln, als ein zwar antiquarisch interessantes und bereisenswertes Stück Erde, um dessen vollständigen Ruin man sich aber den Teufel erklären wird, wenn es den Kampf um die Welt gibt. Gültig wie eben. Da muss man Thomas Mann wirklich sehr dankbar sein. So, und jetzt zu den Zielen von der EU und von IG Farben damals. Bei IG Farben geht es darum, Patente der Pharmapräparate, chemische Produkte und das EU-Gleiche. Und jetzt geht es aber weiter, Patente für Leben. Wir wissen nicht, ob das Schweine oder Tomaten sind. Gehen mal die Kollegen Lebensmittel. Das ist dazugekommen. So, nun einmal zusammenfassen. Nicht über EU und NATO zur Weltregierung. Das ist das Programm. Und diese Daten, wenn Sie merken, 14.05. Churchill Orbital, 15.05.47 Truman-Doktrin, 6.06.47 Marshallplan, 26.07.47 Nationales Security Act, 4.04.49 Gründung der NATO, 5.05. Gründung Europarat, der amerikanische, 23. Gründung der Bundesrepublik Deutschland und 19.09. der Kriegsplan Deutschland. Bei uns kennt den niemand, aber ich sage es Ihnen, in Russland ist dieser Kriegsplan Deutschland nicht vergessen. Da zittern die heute noch. Zumindest weiß ich das von Willy Wimmer. Der hat dann im Kreml, hat er dann den Valentin Falin, den Botschafter, getroffen, noch ein paar andere alte Historiker, so um die 80 und 90. Die haben dann gesagt, so, die kannten das alles und waren erstaunt, dass Wimmer das wusste. Und sonst weiß es ja kein deutscher Politiker. Nee, ich glaube nicht, dass ich es wüsste. Das interessiert sich wahrscheinlich auch gar nicht. Das sind ja auch nur. So, und am 26. September, 17. Macrons Weltregierungsrede. Weltregierungsrede, unter dem geht es ja nicht. So, und dann wollte ich noch sagen, wie De Gaulle geantwortet hätte, wenn er diese Rede von Macron gehört hätte. No, no, no. Jetzt sind wir auch gleich am Ende. Nochmal. Es sind nicht die bösen Amerikaner, es sind nicht die bösen, nein, es sind kleine Eliten, die wirklich äußerst verantwortungslos handeln. So, und der amerikanische ehemalige stellvertretende Finanzminister unter Reagan, Paul Craig Roberts, sagte gleich direkt zum Exit, zur Brexit-Wahl, mit Ende der EU, in die EU eine CIA-Operation, nichts anderes. Das sagt dieser ehemalige amerikanische Vizeminister. Und da kann man ja nur zupflichten oder beipflichten. Und er geht noch weiter und sagt, die EU und der Euro waren Täuschung und Konterei. Länder verloren ihre Souveränität. So viel zur westlicher Selbstbestimmung, Freiheit, Demokratie. Alle Schlagworte und Inhalte. Im gesamten Westen gibt es nichts außer der Ausplünderung der Menschen durch das 1%, das die Regierung kontrolliert. Das war das, was ich da in unserer Arbeitsgruppe in Petersburg gemacht habe. Da ist mir das eingefallen. Da bin ich erst richtig drauf gekommen, sagen, wie das zusammenhängt. Das war unsere Arbeitsgruppe in Petersburg. Und das habe ich dann gesagt, dieser Aufbau eines Tempels, sagen wir mal, so eine Annäherung. Die haben hier unten den 32-jährigen Krieg. Mit Churchill, einmal De Gaulle. So, und dann haben wir zwei Säulen. Die Säule 47, der Nationale Security Act, Marshallplan, Truman-Doktrin und Churchill in der Arbeitsrolle. Und 49, Gründung der NATO, Gründung Europarat, Gründung Bundesrepublik, Kriegsplan Draufschau. Auf diesen beiden Säulen steht die EU vom 9. Mai 1950, meiner Ansicht nach. Und dann sage ich, wie gesagt, die EU und die NATO sind evil Institutionen, also teuflische Institutionen, sagt Paul Craig Roberts. Ja. Wir sind kreiert bei Washington, in Ordnung und Befehl, um die Souveränität der europäischen Bürger zu zerschlagen. Also das sagt nicht mal der Vizeminister der USA. So, und ich zitiere ihn ja natürlich. So, und dann haben wir als nächstes, wir werden eine Weltregierung haben, ob sie nun wollen oder nicht, entweder durch Unterwerfung oder durch Überwachung. Schon am 17.02.1950. Und ganz oben haben wir Toward the New World Order, Bush am 11.09.
1990. So, und das ist der Weg, denke ich, der da gemacht wird jetzt. Das sind meine Ergebnisse, also müssen Sie nichts glauben, Sie müssen das nicht glauben, dann Gottes Willen. Ich kann nur sagen, je mehr ich da einsteige, umso klarer ist mir das geworden, aber ich sage noch einmal, ich kann natürlich auch irren und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mich irren würde. Also jetzt bedanke ich erstmal für Ihre Geduld, mir so zuzuhören.